Wir sind gerade im Kino. Wir haben gerade nur den Foyer gesehen und wir gehen davon aus, hier ist noch mehr. Hier ist alles eingerichtet. Mit dabei mein Herzblatt, meine Freundin, meine Dame und ihr. Wer wollte schon immer mal hinter den roten Vorhang schauen? Wir machen das jetzt gemeinsam. Oh. Oh. Okay. Also ich habe mir das auch immer spektakulärer vorgestellt. Das ist ein bisschen, täuscht mich das gerade. Na denn, das große Geheimnis wurde gelüftet. Wir wissen jetzt besser Bescheid. Also eins muss ich ja sagen, es gefällt mir irgendwie hinter dem roten Vorhang. So, ich würde sagen, hier mache ich meine Öffnungsszene. Nicht wundern, wenn das dann doppelt ist. Und mein kleiner Nervenausbruch kommt. Also auf jeden Fall sage ich... Hey ho, wir sind heute gerade im Kino. Hinter mir ist der rote Vorhang. Es wurde wahrscheinlich auch als Theater genutzt. Wir wissen es nicht. Wir werden es erforschen. Wir bleiben im Ball. Mit dabei ist meine Freundin in der ersten Reihe von den Sitzplätzen. Tja. Hätte ich eine Rose, würde ich sie dir geben wollen. Oh, wie süß. Wie bei der Bachelor. Ja. Fleming Stone. Ich habe keine Ahnung, wann der Film Fleming Stone herauskam. Auf jeden Fall ist es das Indiz, dass es 17, 18, 19 stillgelegt wurde. Ja, wir wollten eigentlich dieses Jahr ins Kino gehen. Wir waren dieses Jahr im Kino, du Knalltüte. Nochmal, zu Corona-Zeiten. Jetzt habe ich den Wunsch erfüllt, mein Schatz. Du bist bekloppt. Also waren wir zu Corona-Zeiten im Kino. Nur mal so zur Info. Ich meine zu Lockdown-Zeiten. Naja. Jetzt hätte ich mich schon rausgeredet. Tja. Ich will die Bahn noch sehen. Ich will die noch fotografieren. Ablichten. Was isst du jetzt eigentlich gerade wieder? Was isst du gerade wieder? Fisher Friends, Kosher. Achso. Was wir jetzt gerade gesehen haben, dass der Chef wahrscheinlich das auch noch. Das habe ich gedacht, die ist eingeboren. Dass der Chef
das Kino auch als Wohneinheit benutzt hat. Na gut. Schokobraune Süßigkeiten. 120 Minuten. Schon leer. Mir stellt sich jetzt eine Frage. Hat der Filmverführer in der Zeit, anstatt sich dem Film sich einen anderen Film angeschaut? Was? Scary Movie 4? Da kam später was. 2006? Da weisen wir sei. Flitsch und Beck. Was? Flitsch und Beck, das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Klingt wie ein Porno. Madagaskar 2, Liebe braucht keine Ferien. Madagaskar, das ist der kam zwischen 2010 und 15 raus. Sehe ich, da war ich so ungefähr 2021. So. Ich löse es jetzt mal auf vom Filmmodus in einen einfachen Modus. Nee, Blödsinn. So. Alter. Nee, nochmal. Jetzt gerade ein kleines Kino angeschaut, gemeinsam mit der Frage. Na gut, nochmal. Also, wir haben uns gerade ein kleines Kino angeschaut und die ganz große Frage, die sich jeder von uns gestellt hatte, was befindet sich hinter dem roten Vorhang? Wir haben es gelöst. Also, ich würde sagen, aus Dank abonnieren. Wenn es euch das Video gefallen hat, nochmal abonnieren und dann nochmal abonnieren und abonnieren, weiterempfehlen. Und dass ganz, ganz viele Abos da sind, dass wir uns ganz in einer schönen, großen, gemütlichen Runde gratis, kostenfrei und Corona-frei treffen können. So, schaut bei meiner Freundin auf dem Kanal mit vorbei. Josie Photography, 2K Actin. Und ich sage erstmal, bye bye.